Der amerikanische Präsident bekommt Verstärkung ins Weiße Haus. Hat sie schon bekommen? Joe Biden hat nämlich einen Hund adoptiert, den deutschen Schäferhund namens Commander. Medienberichten zufolge soll der Welpe ein Geschenk der Familie an den Präsidenten sein. Biden hatte ja bereits nach Amtsantritt 2 Hunde mit ins Weiße Haus gebracht. Einer starb im Sommer und der andere, der musste leider weggegeben werden, weil der sich mit dem Sicherheitspersonal nicht so richtig verstanden hat im Weißen Haus. Nächstes Jahr wollen sich Bidens dann auch noch eine Katze zulegen. Wie süß.